Also mein Weihnachtshaus ist das größte in Europa. Also letztes Jahr waren wir bei 650.000 Lichtern. Dieses Jahr 1.000. Das ist schon ein Unterschied. Den Schriftzug sieht man deswegen, weil ich den extra dafür gemacht habe, dass die Leute, wenn die vorbeifahren, damit die auch wissen, dass wegen Corona dieses Jahr das Weihnachtshaus nicht offen ist, also nicht beleuchtet ist. Am meisten vermisse ich mein Licht anmachen für die Leute, wo das geht. Boah, Wahnsinn! Das vermisse ich sehr. Und eben auch die ganzen Gespräche, die man so führt mit den Leuten. Dann kommen die Fragen, wie und was, wie viel. Und das ist ja meistens das Hauptthema. Ihr Lichterlein, kommet, so kommet zu mir. Wir wollen hoffen, dass nächstes Jahr geht's volles Rohr. Werde ich wieder früh genug anfangen und eventuell auch was Neues. Ich habe schon wieder ein paar Fotos, was Neues selber bauen. Aber wir hoffen, dass das nächstes Jahr dafür umso schöner ist. Da kommen die Leute bestimmt umso lieber her, weil es eben mal ein Jahr ausfallen musste, um zu gucken, ob wieder was Neues ist.